Willkommen zu einem neuen Part von Age of Mythology Extended Version oder einfach nur Age of Mythology, wie ich es gerne nenne. Es ist für mich lange her, dass ich zuletzt gespielt habe, sogar noch vor meinem Urlaub. Ich war ja eine Woche wirklich weg, also auch über die Feiertage und alles. Hab lange nicht mehr gespielt. Es könnte sein, dass ich zwischendurch mal so sich anhört, als würde ich einschlafen. Das liegt aber nicht am Spiel oder am Ganzen, sondern ich war in der Badewanne. Wenn man sich der Wissenschaft gewidmet hat, muss man auch mal das Gelernte etwas verarbeiten. Bin in der Badewanne fast eingeschlafen. Aber hey, das kann schon mal passieren. Und ja, hoffen wir mal, was wir hier erfolgreich sein. Wir haben mal schlechte Nachrichten. Ich glaube, wir sind immer noch bei den Griechen, so viel ich das verstanden habe. Okay, ja. Wir haben ja den Kentauren befreit. Das ist doch nicht... Chiron, habt ihr euch verirrt? Gewiss nicht. Ich habe diese Straße oft genommen. Dies hier habe ich jedoch noch nie gesehen. Es wurde erst vor kurzem gebaut. Die Kanten der Steine sind noch nicht verwittert. Ein normaler Bandit baut so etwas nicht. Wo sind die Männer aus Ioklos? Dort drinnen vielleicht? Finden wir es heraus. Oh. Kundschaftet das Gebiet aus und findet heraus, welche Rohstoffe es hier gibt. Okay. Dann haben wir also wieder erreicht das Lager, dann kämpfen sie sich bis zur Mine durch. Aha. Okay. Etimos. Etimos. Vulume. Vulume. Brossiche. Okay, dann brauchen wir dich hier. Fritomos. Dich machen wir hier zum Meister. Bauern. Und du gehst erstmal beten. Was haben wir denn? Minotauren haben wir. Ein paar hinmachen. Jetzt haben wir nämlich auch zwei. Seht ihr, zwei Sachen, die wir hier brauchen. Lagerhaus, Kosten und Holz. Vulume. 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 Und du kannst ja dann noch mitmachen gehen. Hier bauen wir auch ein paar Leute hin. Düdüdüm. Ah, Häusle. Müssen mich erstmal hier wieder ein bisschen zurechtfinden. Kannst hier noch mitmachen. Welche? Hier gibt's keine, hier gibt's nur Wald. Soweit das Auge reicht. Mal echt. Hier noch mitmachen. Echt? Ne. Έτοιμοι. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Haben wir zwei, die am Dingsen sind. Dann können wir hier noch... Es Βούλομαι. Wer das macht. Πρόσεχε. Βούλομαι. Έτοιμοι. Μάλιστα. Mitmachen hier. Dann ist das schon mal... Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Der kann dann hier noch bauen. So. Schon mal nicht so schlecht. Hier mitmachen. Hier noch mitmachen. Was haben wir hier? Wir haben hier drei, die Dings abbauen. Holz. Würde ich sagen, bauen wir hier noch eine Schießanlage hin. Wir brauchen ja hier. Und ich hätte gerne Jason hier noch. Auskundschaften können wir später immer noch. Wenn du fertig bist, kannst du noch... Du kannst hier noch mitmachen. Metalabs. Das kostet alles Holz. Du kannst hier noch mitmachen. Du kannst noch ein Häusle bauen. Genau. Dann haben wir Ekin. Brostagma. Die kosten alle Holz. Aber trotzdem eine Kaserne bauen wir hier auch noch hin. Einfach zur Sicherheit. So, haben wir noch. Haben wir hier noch einen Typ, der rülpsen kann. Ich nehme mal schwer an, dass die wohl hier. Teilen wir die ein bisschen auf. Auf allem ein bisschen verteilt haben. Genau, jetzt haben wir hier noch.
Ich mag das Geräusch so. Okay, haben wir ein Zeitlimit? Anscheinend haben wir ein kleineres Zeitlimit. Da geht schon mal nicht. Okay, wir brauchen größere Anzahl. So. Anzahl von Typen, die. Prostagma. Volume. Prostiche. Du kannst gleich hier mitmachen. Will ich mal sagen, wir schicken den Speer mal hier hin. Aber nur mal zum Schauen, was wir so haben. Prostiche. Leche, Volume. Wir brauchen also möglichst schnell Nahrung. Leche. Vritomos. Domos. Prosehe. Esto. Ne, Volume. Okay. Hier ist ja alles schon mal zu. Wir haben uns hier relativ gut zugemacht. Ich hätte gerne den Dings noch, den Pegasus. Πρόσεχε. Έσνε. Έτσι, ναι. Πρόσταγμα. Βουφορβός. Βουσοφορβός. Genau. Will nur mal wissen, wie es hier so aussieht. Aber keinen mehr. Jetzt haben wir gar keinen. Kein Prosiche? Nee. Prostagma? Esto. Mach die Ziege kaputt. Dann, okay, hier ist nur. Nur ein Wall. Was ist hier? Hier ist. Sachen. Ist viel. Okay. Gut zu wissen. Aber wir brauchen trotzdem Belagerungsmaschinen. Das heißt, jetzt erst einmal nichts errichten und ins nächste Zeitalter fortschreiten. Ich speichere nochmal schnell kurz. Speichern. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Zeitlimit habe. Erreichen Sie das Lager und kämpfen sich bis zu den Helden sind verlagert durch die Bergkette voneinander getrennt. Auf beiden Seiten gibt es unterschiedliche Rohstoffe. Einige der generischen Verteidigungslagen sind von einer der Seite besser zugänglich. Setzen Sie Ihre Kräfte auf beiden Seiten ein, um die anderen. Schwerpunkt. Green. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Sie brauchen definitiv die nächste Stufe. Edimus. Dass wir ein bisschen schneller fortschreiten können. Wissen schnell, was hier noch so rum gibt, was hier noch so rumkommt. Weil wir müssen möglichst schnell diese Verteidigungsanlagen. Ja, hab ich mir schon was gedacht. Lege Pan. Poro. Mach ihn kaputt! Eben, Ajax kann eh noch ein bisschen mehr einstecken als alle anderen. Solange er weiterhin Dings angreift, ist alles okay. Schön. Ja. Wir können das ruhig machen. Wir halten das ja eh aus. Etimus. Esto. Der nicht. Der ein Todeswunsch. Durch die Wand gefallen. So. Sehr schön. Wollen wir hier mal. Nein. Genau. Wir haben ja die Bogenschützen noch was anderes. Dann tun wir schnell zum nächsten Zeitalter. Hydra ist nochmal. Manticore. Ich gehe mal lieber auf ihn. Dann mache ich mir auch gleich einen Dorfbewohner. Edimus. Kalos. Das.
Edimus. Prostagma? Ne. Geh mal mitmachen. Lege, Vulome. Vulome. Da ist einer weggeflogen. Genau, noch ein paar aus Lege, bilden. Edimus, Vulome. Vulome. So. Jetzt sind wir nämlich auch gleich soweit und dann können wir jederzeit angreifen. Holla! Ha! So soll es auch sein. Ich hoffe, ich rede nicht zu wenig, aber zwischendurch müsst ihr mir ein bisschen verzeihen. Vergesse ich wirklich zu talken, das ist wirklich unangenehm. Aber warum nicht? Können wir ja auch gebrauchen. Holla! Ha! Sehr schön, so. Holla! Ha! Wir haben ja jetzt auch sicher... Hallo, ha! Das ist mein... Hallo, ha! Ha! Ne, Wulung. Sehr schön. Das hier aufbauen. Hier drüben bauen wir auch eine. Ich glaube, ins nächste Zeitalter brauchen wir jetzt nicht unbedingt vorzurücken. Also ist es. Datenschiffe Widerstand gegen Durchschlag, wie ich mir Pfeile. Ja, das ist halt schon. Ich finde das halt schon noch wichtig. So, da haben wir nämlich auch alles, da haben wir sie alle nämlich auch ausgebaut. Bronzeche. Jetzt brauchen wir wieder Gold. Was wir nicht haben. Ach, Kacke. Zu essen haben wir auch zu wenig. Jetzt wird's gerade ein bisschen. Bronzeche. Jetzt wird's gerade wieder. Jetzt lassen uns alles im Stich. Herakles haben wir noch gekriegt. Prosiche, malista. Lagerhaus. Vulo, malista. Prostagma. Auch ein 300 Gold. Aber oh, wir können hier schon mal... Nein, hier können wir auch nicht. Was können wir denn eigentlich? Gar nichts. Im Moment können wir gar nichts. Aber die wollen sich hier mit uns anlegen. Können sie dann was machen. Gehen ja eh schnell down hier, weil wir eh besser ausgebildet sind. Muss den nur noch down machen. Oben sind da welche da. Meine Fresse, dauert das lange hier. Prostagma. Prostagma. Du dumm. Was wollte ich machen? Wollte ich mitmachen. So, jetzt können wir nämlich Belagerungsmaschinen errichten. Mal wie ich das. Und sobald ich das dann habe, brauchen also wieder ein bisschen Gold. Etimi. Wie gesagt, ich wollte hier noch zwei haben. Dann haben wir nämlich mehrere beim Abbauen. Lege, erst. Genau. Hier mal helfen gehen. Ich weiß. Prosesche? Ne. Volume. Prostagma? Ne. Prostagma. So. Dudum. Bum. Okay. Genau. Kannst du hier noch mitmachen? Da lefs. Esto, malista. Etimos, volume. Malista. Malista. So, geht mal hier hin. Esto. Und so. Dudum, so. Wir haben definitiv zu wenig Gold. Wie sieht's hier aus mit den Vorräten? Es geht. Könnt ihr nicht irgendwie schneller abbauen? Ja, ihre Dauerzinger, jetzt schön, dass sie diese Daten unterstützen können. Nee, brauche ich ja nicht. Ich brauche Belagerungsmaschinerien hier. Das brauche ich. Ja, taufen. Naja, egal. Holla, ha, ha. Mach es kaputt.
Weil da können wir nämlich von zwei Seiten angreifen. Solange wir das noch können, werde ich das auch gerne machen. Und ich rede wieder zu wenig, es tut mir echt leid. Aber es hat geklingelt. Und deswegen sage ich, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Age of Mythology. Wenn wir, glaube ich mal, langsam aber sicher in den Angriff übergehen. Und bis dahin sage ich, Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.